alle Altersklassen, egal Stimmt. was. Wir haben Jugend habt ihr auch. Alles querbeet und auch für Rollis geeignet, ist auch wichtig. Prima. Ja? Das heißt auch für behinderte Menschen, ja, klar. Also für gehandicapte Leute. Ja, ja, ja. Hierher, Bogenschießen, gebt Gas, wirklich, finde ich super. Das dreckige Dutzend aus dem Odenwald sozusagen. Und der gehört auch dazu hier. Aus dem Erzgebirge. Sag mal was Lustiges. Oh nee, lass es. Gut. Also ich dachte sagen, ich mache mich drüber lustig. Ne? Das ist ein Sorgse. Aber als Pfälzer darf man sich über einen sächsischen Dialekt lustig machen, weil wir haben einen ganz grausamen Dialekt. Aber als Dialekt. Pfälzer muss man eigentlich den Ball ein bisschen flach halten. What? Ich mache Untertitel. Es geht rund auf ein bewegliches Ziel. Auf geht's. Gib alles! Soll ich einen Pfeil auflegen oder soll ich? Es ist ja eigentlich die Regel, ne, dass man eigentlich, wenn man einen Bogen auszieht, ich kenn's vom Compound. Niemand mag Klugscheißer. Niemand mag, aber er ist Lehrer, ne? Ja, einfach ein Touché, Touché, ja? Masche, da sind wir wieder, Bogensport Extrem und heute zu Gast im Odenwald. Da ist der Kevin, ein Übungsleiter von der Bogenabteilung des Vereins TV 1861 Michelstadt. Und nebendran hier Red Pant Archery, Marc, der hat das Ganze ein bisschen ins Laufen gebracht hier. Deswegen ist er jetzt auch dabei, weil Kevin hat ihn gefragt, wie gründet man ein Chapter von Bogensport Extrem. Genau. Hier sind wir schon auf dem Schießgelände. Das ist euer Außengelände hier. Ein Parcours habt ihr einen eigenen noch nicht. Da geht er wahrscheinlich hoch Kummersfinger oder Kollenberg. Ja, wir sind hier mitten in einer 3D-Bogenregion. Das heißt, wir haben Kollenberg, Kummersklinge, Berlandsparcours, Eschau und Dorfbruchzelten. Dorfbruchzelten auch. Da habt ihr Parcoursauswahl genug hier. Ja. Ihr seid für alle Bogenschützen da. Jawohl. Immer wieder das gleiche, Bogensport Extrem ist auch für alle Stilarten vertreten. Und hier habt ihr genügend Möglichkeit, guckt euch das an. Jede Entfernung ist hier zu schießen, bis hinten raus, 70 Meter. Da ist auch ein Hang, da kann nichts passieren. Jawohl. Alle Stilarten, tolles Einschießgelände und noch eine Halle nebendran, in der noch geschossen werden kann im Winter. Ja. Und noch ein Vereinsheim, das gucken wir uns jetzt an. Auf geht's. Ihr seht schon, hier kann man gut gemütlich feiern. Jo. Das ist sehr, 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 sehr geil, muss ich echt sagen. Ja. Richtig schön gemütlich, ist auch schön warm hier drin. Draußen regnet es gerade. Deswegen, wie lange gibt es euren Verein? Kevin, sag was. Also den Verein, ne, seit 1861, Turner haben wir auch hinten. Ja, aber doch nicht Bogenschießen. Ja, du bist Übungsleiter beim Bogenschießen. Jawohl. Wie lange gibt es diese Bogenabteilung schon? Die gibt es seit 1988. Tatsächlich schon so lange. Ja, 35 Jahre gibt es diese Bogenabteilung. Ja, ja. Finde ich echt super. Wie viele Mitglieder sind in der Bogenabteilung? Auf dem Papier haben wir so 140. Ne? Aber so ist es halt. Manchmal kommen ja Leute. Natürlich, das ist ja ein Nebenverein. Aber hat er Kern bei uns, da sind wir auch jetzt solide dabei. Ne? Also so haben wir 30 Leute. Okay. Die also wirklich regelmäßig da sind. Also Michelstadt nochmal, Bogenschwad Extrem, wie ich immer wieder sage. Wir Champ da unten mal. Wir okkupieren keinen Verein. Nein. Natürlich habt ihr auch euer eigenes Vereins-T-Shirt. Das ist auch wirklich wichtig. Ja. Unser T-Shirt, wir stehen dafür da, um den Bogensport bekannt zu machen. Genau. Und da helft ihr jetzt mit, finde ich super. Chapter Odenwald, ihr geht auch proaktiv in alle möglichen Vereine und versucht da wirklich... Das ist ja gerade die Idee. Gebt Gas, wir Bogenschießen. Das ist die Idee, das ist auch der Anlass gewesen, sagen, wir müssen jetzt mal schauen, gerade in der Region, wir haben eine tolle Region, da war nicht so viel los und das ist gerade das, was wir wollen. Also zusammenkommen. Und nochmal alle Stilarten zusammenkommen. Bogenschießen fürs Bogenschießen. Geiler Einschießplatz. Drei Übungsleiter beim Bogenschießen. Mehr, wir haben fünf. Fünf Übungsleiter beim Bogenschießen. Eine tolle Halle, in der man auch im Winter schießen kann. Jede Menge 3D-Parcours und auch Erfahrungen, wo man sagt, da lerne ich was. Ja. Für alle Stilarten beim Bogenschießen. Ja. Und da geht's besser, da muss ich ja herkommen. Alle Altersklassen. Egal Natürlich. Was, wir haben Jugend habt ihr auch. Alles querbeet
und auch für Rollis geeignet, ist auch wichtig. Prima. Ja? Das heißt auch für behinderte Menschen, ja, klar. Also für gehandicapte Leute. Ja, ja, ja. Hierher, Bogenschießen, gebt Gas, wirklich, finde ich super. Das ist, wir haben hier wirklich Glück. Wir arbeiten zusammen und haben mal mit dem Turnverein hier perfekten Partner damals gefunden, als wir was gesucht haben und sind da echt extrem glücklich. Also das läuft wunderbar. Mitten in der Stadt, tatsächlich. Und das Schöne ist, wenn man bei uns Bogenschütze wird, dann tritt man in den Verein ein, da kann man dann gleich hinterher noch Yoga machen oder vorher noch Herrengymnastik oder Prellball spielen oder Volleyball spielen, da kann man alles auf einmal machen. Also das ist hier quasi eine Eintrittskarte für alles. Das finde ich super. Ja, und nochmal, der Einschießplatz hier auch, der ist riesig, der ist mitten in der Stadt. Jawohl, genau. Also das ist super zentral. Das ist ein alter Steinbruch. Okay. Ne? Kalksteinbruch und dadurch haben wir halt die hohen Wände hinten. Also das ist alles, passt alles. Und nochmal, Leute, ich meine, ich kenne die Gegend vom Motorrad immer durchfahren hier, ja, jedes Mal. Ja. Kochschnitzel, traumhaft. Ja. Und Essen ist hier wirklich noch rustikal, aber also es gibt da alles. Ungünstig. Ne? Es gibt alles. Also es lohnt sich, hierher mal vorbeizugucken und hier Bogenschießen sowieso. Leute, geht Bogenschießen. Jawohl. So einfach ist es schon. Prima. Wir sind hier im Odenwald und ihr seht schon hier anhand der Shirts, das ist das Chapter Odenwald. Genau. Mit inzwischen wie vielen Mitgliedern, Kevin? 12 Stück zurzeit. Das dreckige Dutzend aus dem Odenwald sozusagen. Und der gehört auch dazu hier aus dem Erzgebirge. Sag mal was Lustiges. Oh nee, lass es. Gut. Also ich darf das sagen, ich mache mich drüber lustig. Ne? Das ist ein Sorgse. Aber als Pfälzer darf man sich über einen sächsischen Dialekt lustig machen, weil wir haben einen ganz grausamen Dialekt. Aber als Pfälzer muss man eigentlich den Ball ein bisschen flach halten. What? Ich mache Untertitel. Da ist noch Nachbarverein aus Humetroth. Da habe ich letztes Jahr noch ein Turnier mitgeschossen bei euch. Gell? Oder falsch im Namen. Gar nicht wahr. Also, und hier, die Kappe, ne? Da geht mir schon wieder einer ab. Verflucht. Wir üben einen Sport aus. Aber nochmal, Spaß und Leistung gehört einfach dazu. Jawohl. Die Jungs und Mädels sind hier wirklich eine total lustige Truppe, mitten im Odenwald. Es war ein Gegurke, ich kann euch sagen. Aber es rentiert sich. Jede Menge Gegend hier und nette Menschen. So einfach ist es schon. Ein gutes Dutzend Mitglieder haben sie schon. Und ich hoffe, es werden mehr. Wie gesagt, Humenroth hat sich ja schon angeschlossen. Ja. Noch ein Verein irgendwo, der noch mitmacht bei euch? Das TSV Maulbronn. Maulbronn, auch ja. Sehr gut. Und wir haben unten aus Sachshausen. Aus Sachshausen, die sind heute leider nicht da. Die haben auch ein eigenes Halloween-Turnier heute. Die haben ein eigenes, seht ihr? Und ja, da hat er sich schon die Katze aus dem Sack gelassen, ihr seht schon. Dieses Zielchen wird auch beleuchtet heute Abend, weil hier wird ein Halloween-Turnier stattfinden. Und aufgrund dessen haben sie gesagt, Thomas, komm doch mal vorbei. Du hast sowieso gesagt, sobald über 10 Mitglieder, dann besuche ich die Truppe jeweils. Und das haben wir heute gemacht. Und hier seht ihr sie, ne? Ja. Chapter Odenwald. Da ist hier ein Abtrünniger. Ja, da hat man Chapter Odenwald. Sehr, sehr stark. Und ich bin wirklich stolz auf die ganze Chose hier. Alles ist hier vorhanden und es wird hier tatsächlich mit Leidenschaft und Spaß geschossen. Es sind wirklich total anständige und nette Menschen hier. Die Gegend kenne ich eigentlich nur vom Motorradfahren, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und vom Kochkästschnitzel. Kochkästschnitzel, Odenwälder Spezialität. Und ich muss euch sagen, Hammer. Ich bin nicht so der Schweinefleischfreund, aber diese hausgemachten Schnitzel von denen mit Kochkäse oben drüber, Brüller. Da werden sogar die Sachsen heimisch. Ne? Jawohl. Genau so sieht's aus. Was verschlägt einem aus Sachsen in den Odenwald? Die Armut hat mich so angekotzt. Was? Ihr seht, hier geht's richtig rund und heute Abend Halloween-Turnier. Ich bin schon sehr gespannt und da zeige ich euch noch ein paar Eindrücke. Aber jetzt schießen wir halt auch mal ein bisschen hier im Hellen. Auf geht's. Da sind wir an der Schießlinie. Übungsleiter ist Kevin. Der hat auch hier schwer interveniert, dass ich hierher komme. Und ich muss sagen, allein vom Lachen her hat sich schon rentiert. Ja, Udo ist auch noch ein Übungsleiter von der ganzen Chose hier. Bogenabteilung vom TV 1861 Michelstadt. Michelstadt. Und jetzt zeigen mal hier die ganzen Mitglieder, was sie können. Es geht rund auf ein bewegliches Ziel. Auf geht's. Jetzt rückt er hier.
Ding muss doch fallen. Jawohl. Und da seht ihr das bewegliche Ziel. Jetzt bewegt sich es nicht mehr. Sehr schön. Also was uns noch wichtig ist, ganz wichtig hier, jetzt auch, was eigentlich auch die Idee war, das mit dem Thomas anzuleiern und das hier zu starten. Also wir sind jetzt hier stehen und man sieht ja, wir sind hier mit sehr vielen Bogenarten vertreten. Das ist uns ganz wichtig, dass wirklich nicht nur eine Bogenart geschossen wird, sondern wirklich, was du schießen möchtest. Das oft erlebt, da wird gesagt, ah ja, also Beispiel, wenn da ging es um Videos, ne, wenn ich da auf dem Video bin mit so alternativen Bogenschützen, Technikbogenschütze, dann ist das schlecht für meinen Ruf. Und da hat es bei mir Knick gemacht. Und ich sage, nee, also das kann es doch nicht sein. Ne? Und es ist ja eigentlich so, man kann ja voneinander ein bisschen lernen. Man kann ja die, sagen. Die traditionellen ein bisschen runterkommen, genau. Von ihrem, jetzt machen wir einfach nur auf Winnetou und Spaß. Genau. Nein, es ist ein Sport, Menschenskind. Ja. Und die technischen kommen einfach von ihrem technischen Trip ein kleines bisschen uns entgegen. Genau. Und alle, nochmal, man haltet kann, zusammen. Und man kann davon nur profitieren, das ist ganz wichtig. Der eine dann, von dem anderen. Man nimmt ja nichts weg. Was wird weggenommen? Die technischen können von unserer Lockerheit, also von den meisten, es gibt natürlich momentan immer ein großes Thema, Targetpanik. Warum? Nochmal, es ist gar nicht wichtig. Wichtig ist beim Bogenschießen der Spaß dabei. Ja, genau. Natürlich will man erfolgreich sein, ja. Ganz klar. Aber nochmal, der Spaß ist der Vordergrund bei dem Ganzen. Und die Bewegung, wie du schon gesagt hast. Ne? Ja, ja. Die Bewegung steht im Vordergrund und ich will eins erreichen, runter mit dem faulen Arsch von der Couch. Darum geht's. Genau. Tut was. Und Bogenschießen. Was? Tut was. Komm, zeig mal. Auf, oh, Kevin. Oh. Tu was. Gib alles. Soll ich einen Pfeil auflegen oder soll ich? Ist ja eigentlich die Regel, ne, dass man eigentlich, wenn man Bogen auszieht, ich kenn's vom Compound. Niemand mag Klugscheißer. Niemand, aber er ist Lehrer, ne? Ist einfach ein Touché, Touché, ja? Hast recht, ich geb dir recht. So. Erstmal die Kappe rumdrehen, das ist ganz wichtig. Ich komme eh nicht in Anker, aber wenn ich in Anker, dann ist das Ding. Mach ihn, Mann! Weil es ist bandvoll. Ja, aber ey, gar nicht schlecht, Kevin, gar nicht schlecht. Nee. Gar nicht schlecht. Das kann einmal komm, auf, Kevin noch. Hummeltraut muss sowieso. Markus ist hier der Anhänger von schweren Bögen. Du willst es bitte nicht loslassen. Er hat nämlich Kevin schon recht gehabt. Ne? Ja, aber das macht man. Du kommst ja auf dein Zug. Ist denn kommst deine auch hier, ja, eben. Aber der Fall sitzt gegen Himmel fliegt ja auch scheiße. Deswegen immer Pfeil auflegen. Nicht ja, die zu schnell. Gut, Markus, komm, du kriegst es doch einigermaßen. Ja, ja. Markus ist hier mit, was schießt du momentan? 60 Pfund? Okay. Langsam ziehen, nicht ein Kreis. Ich habe immer Angst um eure Schultern. Ja, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So noch trainieren. Komm, wer hat hier am lautesten gelacht? Komm. Ja, ja, die Mädels. Ach, Linkshänder. Ja, ja. Gar nicht übel. Das sieht dann aber sehr authentisch von ihr eben im Auszug. Nein, das muss keiner nochmal. Ne? Niemand muss sowas. Das passt schon. Will noch einer probieren? Ansonsten mache ich jetzt einfach mal einen Schuss, damit man sieht, das Ding funktioniert tatsächlich. Pop. Der ist drauf. Natürlich ist der drauf. Der war drauf. Ja, das ist das Ziel davon. Habe ich das fein gemacht? Ein Lob von dir, Klaus, ist ja, die schönsten Männer kommen aus Sachsen, wo sie auf den Bäumen wachsen. Tja, und hier, Kevin hat gerade gemeint, wir schießen jetzt alle mal das Weideziel, aber da sind ein paar dabei mit ganz wenig Pfund, die kommen da nicht hin, die kommen alle dahin. Jetzt schieße ich den, was hat er, wie viel Pfund hat er? 26 Pfund. Wenn der Pfeil passt, und ich gehe davon aus, dass die Übungsleiter hier wissen, was sie tun, das heißt, das Setup stimmt. Ja, so halb. Knockpunkt. Aber wenn das Setup stimmt, dann sollten die auch da locker hin. Oh, 26 Pfund, ja. Dann kommen die locker hin. Ich gehe mal ein kleines bisschen über Nullpunkt.
Was soll ich sagen? Der steckt neben meinem Pfeil in 130. Unglaublich. Das ist ein Pfeil. Warum ist das sowas? Ja. Nein, ich suche ja halt. Pfeile suchen macht auch nur nicht mal halb so viel Spaß wie Bogenschießen. Also deswegen einfach treffen. Also ihr seht, mit 26 genau das gleiche Ziel. Funktioniert ganz genauso. Schwede. Ich hab doch gesagt, ich sehe es von da hinten. Alter, man glaubt es mir einfach nicht, du. Sehr geil. Sehr geil.